Also es hat bei uns keinen Strom gegeben. Der Tag war wunderschön, die Nacht war grau und düster. Und es musste das ganze Haus, die ganzen Einrichtungen, die Ställe mit Petroleumleuchten beleuchtet werden, beziehungsweise mit Karbidlampen oder Kerzen, die man sich teilweise selber gemacht hat aus Bienenwachs. Also es war einfach eine schwierige Zeit. Aber dann hat man begonnen, Masten zu setzen, Drähte zu spannen. Es ist halt dann geredet worden, dass der Strom kommt, ne? Und dann hat man eingeleitet. Ja, das war eine Sensation sowieso, die haben es kaum erwarten können. Und dann haben wir Licht gehabt. Aber die Glühlampen, das waren Kohlenfadernlampen. Das war lustig, die zuzuschauen, wie die so gefippt haben. Wir waren sehr froh, dass wir das hatten. Die KOA damals, die heutige Energie AG, hat ja keine Zähler gehabt, sondern es hat eine Pauschale gegeben. Und wenn einer gekommen ist von der OK, von den Lichtkunden, hat man gesagt, dann haben sie den Kocher weggeräumt, weil das war ja verboten. Meine Eltern sind sehr sparsam mit dem Strom umgegangen. Ich kann mich noch immer erinnern, wenn ich dann später mal sie besucht habe, haben sie beim finsteren Küchenfenster herausgeschaut. Sparen, Strom sparen. Das war schon, man hat nicht Licht gemacht, wenn es nicht unbedingt notwendig war. Obwohl es teuer war, nicht? Kurz nach dem Krieg, aber man hat es nicht als teuer empfunden, sondern es war eine richtige Beglückung, die ganze Geschichte. Und ich erinnere mich noch, wie eingeschaltet wurde, wie plötzlich die Lampen gebrannt haben. Wir haben das Licht genossen. Der Strom wurde von den Haushalten in erster Linie für die Beleuchtung. Wenn dann mehr, wenn es finanziell möglich war, war der Heißwasserspeicher sehr wichtig für Warmwasser. Es war eine Lösung damals, weil das war ja auch ein Job. Radio haben wir immer gehabt, das Radio schon. Aber den Fernseher, da weiß ich, dass da draußen in der Unionsstraße, wie hat der geheißen, ein Geschäft, der hat dann einige Fernseher gekriegt und da haben wir haben wir dann einen davon gekauft. Da haben wir 4 oder 5 im Freundeskreis, haben alle dort, dann haben wir plötzlich einen Fernseher gehabt. Nach dem heutigen Empfinden muss ich sagen, es ist klasse, es ist schön. Das ist schön, weil Licht, der Mensch braucht Licht, braucht viel Licht. Und da fühlt er sich wohl. In der Finsternis fühlt er sich nicht wohl. Also bleiben wir dabei, machen wir Licht.